Los. So, alles starten, alles starten, alles starten, alle Flieger raus, alle Flieger raus. Alles passt auf die Aleph Forces auf. Da kommt schon Fighter. Das sieht schon geil aus. Hört auf zu flacken. Nicht. Die Deutschen und Japaner ramsen vorne rum. Die Atagos versuchen bitte ein bisschen den Süden freizuhalten. Und der französische Träger fliegt in den Norden. Bleibt nicht zu weit, nicht zu weit. Bleibt bei den Aleph Forces. Bleibt bei den Aleph Forces. G2, G2. Jetzt ziehe ich gerade nach vorne bitte. Ja, G2. Da kommen die Flieger, Spanische. Die Flieger, alle G2. Deckt die Aleph Forces, deckt die Aleph Forces. Kein Fliegerbattle. Wenn sie nicht den Aleph Forces hinterherfliegen, fliegt ihr auch nicht hinterher. Bleibt bei den Aleph Forces. Wieder zu den Aleph Forces. Wo sind die anderen Flieger? Wo sind die anderen Fighter? Meine sind alle runter. Ran da, ran, neue starten. Neue und wieder hin, neue und wieder hin. Die Japaner bitte in Süden besser. Frosty, drehen, ja. Da kommt Torps. Ich hab Kiel, ist gut. Beschützt die Aleph Force und runter in den Hafen, runter in den Hafen, da kommen Japaner. Da kommen japanische die Japaner zu. Mein Gott, kannst du das nicht mal rausfahren? Japaner, super, die kommen durch. Da kommen wieder. 2023. Ja, also Vorsicht bis zum Range. Und alle Piloten, die wieder frei werden, neu laden mit Zweierstaffeln und wieder vorschicken. Und die Aleph Force ist jetzt drüber. Komm. Alles abgefangen, Mauro. Sehr schön, super drüber gemacht. Damit, drüber. Spürnase zurück. Und sofort neue Flieger. Wer kann neue Flieger hin? Neue Flieger hin. Da. Lass die Bombe abschießen. Dann kann ich schneller nachladen. Jawohl, ja. Sehr schick, weiter geht's. Leute, macht weiter Druck. Die machen aber sehr wenig Schaden. Was hast du denn mit denen gemacht? Ich wollte gerade sagen. Normalerweise sind 12 Stück und das Ding ist weg. Also hier sind die CVs. Im Norden noch ein? Ja, der Mauro, sag wieder Bescheid, wenn du fertig bist. Also die kreisen jetzt alle bei A2, die anderen Fighter. Alle CVs wieder bereithalten, Abwarten, wir müssen hier erst fegen. Ich sag's nur. Hier eine Smoke im Norden. Neue Flieger laden und bereithalten. Ted Montana. Ja, on time. So, bin soweit. Get it, mate. Gut, sehr die gut. CVs wieder raus damit, raus mit den Fliegern. Ja, ein CV fährt rein in den Hafen, glaube ich. Das ist egal. Solange wir die Dinger beschützen, kann da nichts passieren. Da kommt irgendwas von der Mitte. Französische Fighter. Sehr geil, oh, das ist halt los, weiter geht's. E2. Ja, ich häng dran. Was, ja, ich versuche zu helfen. Also bei A2 ist alles. Und bleibt wirklich in dem Quadrant, wo die Flieger rumfliegen. Also ich sehe bei A2 welche kreisen. Sonst nichts. Ted auf die California, die sind im Norden so dunkel. Nutzt das aus. Auf C2 kommt wieder weiter. Bleibt bei den Aleph Forces, bleibt bei den Aleph Forces. Vorsicht, Mitte, über der Navy. Bei B2 kommen welche? KM. Da kommen sie rein, B2, Fighter, viele. Fangt die amerikanischen Flieger ab, die Amis. Oh. Amis sind dran. Bomber kreisen lassen.